Hey yo Leute, was geht ab? Willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Ufukcan, können mich aber auch alle Ufuk nennen. Auf jeden Fall, in meinem ersten Video haben wir ein Unboxing am Start, und zwar von Displayed. Für die, die nicht wissen, was Displayed sind, das sind so Metallposter, die man an die Wand dran machen kann. Sehr leicht, wie ich gehört habe. Das war jetzt reingeschissen. Ging gar scheiß drauf, wir machen einfach weiter. Auf jeden Fall, viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, wenn nicht, auch kein Problem. Auf jeden Fall viel Spaß. So, dann fangen wir mal mit an. So sieht das im Moment aus. Ich habe mir insgesamt 5 Stück bestellt. Und zwar von einer Kollektion. Und weil ich so ein Anime-Fan bin, könnt ihr euch vielleicht denken, was da drin ist. Gucken wir uns mal das erste an. Oder haben wir als erstes hier sowas bekommen? Displayed Collect Your Passion. Na, guck ich mir später mal in Ruhe an. Dann habe ich noch Sticker hier und noch einen Rabattcode. Und hier ist auch schon das allererste. Und zwar von Fairy Tail, eines meiner liebsten Animes. Ja, der ist ja eigentlich schon zu Ende. Mir fehlen noch mal ein paar Folgen, bis ich zu Ende geguckt habe. Aber ich kann mir das Ende einfach nicht geben. Ich habe keinen Bock auf Depressionen und so. Kennt ihr das? Wenn man irgendetwas zu Ende schaut und dann hat man erstmal so für eine Weile keinen Plan, was man mit seinem Leben anfangen soll. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Hier unter diesen Displays befindet sich erstmal eine Anleitung, wie man das Ganze zu machen hat. So wie ich es verstanden habe, hast du erstmal das hier, ziehst das erstmal ab, befestigst das an die Wand dran, da wo du es halt haben möchtest, und nimmst dann diesen Magnetteilchen, machst es auch da dran, also klebst, tust das Blaue hier raus, klebst das hier dran an die Wand und befestigst dein Display so an die Wand. Wie ihr sehen könnt, den Magneten und so, klappt das super. Auf jeden Fall jetzt zum Close-Up. Also man kann auch noch zwischen zwei verschiedenen unterscheiden, wenn man die bestellt, zwischen Matt und Glas. Also beim Glas ist es ein bisschen reflektierter. Ich habe mich für Glas entschieden. Ist zwar ein bisschen teurer, aber man könnte es schon einmal nehmen. Mach ich mal dieses Plastikteil ab. Sehr schön verarbeitet. Natsu Dragon Eel. Jawohl. Hier ist das zweite Teil. Der zweite Teil ist Monkey D. Ruffy von One Piece. Den kennen wahrscheinlich die meisten. Auch eines meiner liebsten Animes. Das habe ich mir auch geholt. Ja, ist auf jeden Fall sehr stabil. Ruffy. Monkey D. Ruffy, der Piratenkönig. So wie bei allen anderen auch. Sind hier die Sachen. Wir können uns noch angucken, was hier steht. Auf der Rückseite. Hier hat man auch noch so eine Unterschrift. Und hier unten links, was man auch noch erwähnen könnte. Thanks for the display tapes as plant trees. Für jeden Display, den man bestellt und kauft, pflanzen die einen Baum an. Das heißt, ich habe jetzt 5 Bäume angepflanzt. Bäume live. Greenpeace forever. Ja. Dann sehen wir uns noch den Stück hier auch mal näher an.
schon aufs Ende, wie es aussieht am Ende. Tier ist mein Lieblingsanime. Naruto, Naruto Shippuden, damit bin ich groß geworden. Auf jeden Fall sehr stabil, sehr nice. Was man nebenbei noch erwähnen könnte, ist, dass es nicht nur Anime-Displays gibt, sondern auch Filmposter, Musikposter. Alles, was man sich eigentlich wünschen kann, muss halt nur nachgucken. Es sind verschiedene Künstler da, die ihre Kunst zum Verkauf anbieten. Ey, ich freue mich schon, wie das am Ende aussieht, wenn das an der Wand dran ist, ja? Naruto Uzumaki, Datebayo. Krass. Die letzten beiden. Der hier ist von einem Sportanime. Und zwar von einem Volleyballanime. Eines der lustigsten, und zwar Haikyuu. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Animes ihr so guckt und feiert. Und wie ihr diese Bilder findet. Von dem einzigen Anime. Der nicht so üblich ist wie die anderen, halt kein Shonen-Anime, sondern ein Sport-Anime. Schon gerade eben erwähnt. Weil dann, nachdem ich dieses Video nachdem ich diesen Anime angeguckt habe, ne? It's no joke. Ich bin besser im Volleyball geworden, ich schwör's dir. Meine Sportnote einfach auf 1. Das ist Hinata. Karasuno. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit diesen Dingern, ne? Das ist einfach krass gemacht. Ich tue den Link auf jeden Fall unten in der Beschreibung, falls ihr auch Bock auf sowas habt. Ist keine bezahlte Werbung, ist unbezahlt, kostenlos. Aber Bruder, die sehen echt stabil aus. Darauf haben wahrscheinlich die meisten gewartet. Und zwar auf Son Goku von Dragon Ball. Jeden Fall. Hier ist Son Goku, den kennen wahrscheinlich die meisten von Dragon Ball, Dragon Ball Z und Dragon Ball Super. Eigentlich ist Dragon Ball jetzt nicht so einer meiner liebsten Animes, aber zu den anderen gehört Goku auf jeden Fall mit dabei. Wenn du schon die anderen wie Naruto und Rocky dabei hast, dann muss Son Goku auf jeden Fall auch dabei sein. Ohne Son Goku geht gar nichts auf. Und wahrscheinlich sind die meisten von euch erst durch diesen Anime so auf Animes gekommen und so. Bruder. Krank. Ist einfach krank. Nice. Gehen wir mal ins Eingemachte und bringen diese Dinger an die Wand. Bis gleich. Dort sind die ganzen Displays. Ich habe mich auf jeden Fall dazu entschieden, die dort dran zu machen. Wird auf jeden Fall nice aussehen, hoffe ich mal, ja. So. So, das erste, was man machen sollte, ist mit den Feuchttüchern, die man dazu geschickt bekommen hat, erstmal die Wand ein bisschen sauber machen und dann 10 Minuten warten. Dann fangen wir einfach mal an. Das nächste, was man macht, das rauszumachen. Wie ihr merkt, habe ich es nicht so mit diesen kleinen Sachen, wa? Ich drehe weiter, wenn ich es geschafft habe. Nach einer Ewigkeit habe ich gemerkt, dass man das hier abmachen kann. So. Einfach das Blaue abmachen.
ungefähr, wann das ein bisschen mittig ist. Sieht das Ganze am Ende aus? Wenn ich Licht ausmache, dann. Boah, geil, wa? Also, wenn ihr bis jetzt zugeguckt habt, dann auf jeden Fall vielen Dank. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch gefallen auch meine Displays. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt oder generell so Stuff von mir, dann lasst ein Like und auf jeden Fall ein Abo da. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.